go. Right there, right there. Marco Knorr ist bei mir, unsere Hurricanes-Receiver-Legende. Du bist gerade mit deiner Familie auf Heimatbesuch. Seid ihr am Samstag auch beim Spiel gegen Dresden dabei? Auf jeden Fall. Das war so eine Sache, auf die wir uns schon gefreut haben. Sobald wir den Urlaub praktisch geplant hatten, habe ich auch gleich auf den Hurricanes-Spielplan geguckt und gesehen, dass ein Heimspiel war. Und da sind wir auf jeden Fall dabei und ich freue mich auch. Schön. Verfolgst du die Geschehnisse der Canes noch so? Weißt du, was gerade in der Liga los ist, wo wir stehen? Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt natürlich mit dem Internet wesentlich einfacher, in Kontakt zu bleiben auch. Und klar, dass ich live ab und zu Sachen nicht machen kann wegen der Arbeit, aber dann natürlich schön doch schon gucken, wenn die Kieler spielen, und freue mich auch, dass sie im Moment so gut dastehen. Du bist jetzt hier beim Training heute ja auch, hast ein bisschen geschaut, was das Team 2015 so macht. Wie ist dein Eindruck? Ja, ist auf jeden Fall gut organisiert von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. So was ich jetzt von den Coaches gehört habe, ich habe mich mit Coach Dish ein bisschen unterhalten und so, das hört sich auch ganz gut an. Und das sind auch Leute, die viel Fachkenntnisse haben. Sehr schön. Magst du eine Prognose abgeben für Samstag gegen Dresden? Bist du so weit in der GFL drin? Es wird auf jeden Fall schwer. Also ich habe jetzt nur ein bisschen gehört von Dresden. Ich weiß, dass sie Braunschweig schon geschlagen haben, aber dann auch gleich wieder gegen Braunschweig verloren haben. Es wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Ich glaube, die Tagesform wird sicherlich entscheidend sein. Und ich hoffe natürlich, dass die Kieler die Punkte in Kiel behalten. So, liebe Hurricanes-Fans, ich hoffe, dass wir uns alle am Samstag beim Spiel gegen Dresden sehen. Wird eine enge Kiste und wir brauchen auf jeden Fall ein volles Haus, eine gute Stimmung, dass die Punkte dann auch in Kiel bleiben. Bis Samstag. Bei mir ist Andreas Hofbauer, unser Running Back. Andi, am Samstag spielen wir gegen die Dresden Monarchs. Da spricht natürlich jeder über den Vergleich Donald Russell gegen Andreas Hofbauer. Letzte Woche hattest du 194 Yards Rushing, das spricht natürlich für dich. Wie siehst du selber dieses Duell? Ja, eigentlich konzentriere ich mich nicht auf dieses Duell, sondern vielmehr einfach auf die gesamte Defense der Monarchs. Schließlich spiele ich nicht gegen Donald Russell, sondern gegen die Dresden Monarchs. Und unser Fokus liegt natürlich auf was ganz anderem. Wir wollen einen Sieg einfahren und das vor Heimkulisse. Alles andere zählt für mich nichts. Wie bereitet ihr euch auf die Dresdner Defense vor, beziehungsweise was erwartest du von den Monarchs? Ja, die Monarchs haben sicher eine sehr starke Defense und sind sicher hungrig nach der letzten Niederlage gegen Braunschweig. Auf das sind wir eingestellt, wir haben sie sehr gut studiert und haben sicher einige Tricks im Ärmel, um zu punkten und hoffentlich einen Sieg einzufahren. Klar. Danke dir. Vielen Dank.